Yo, was geht? Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder am Start bist. Wir sind hyped auf Season Nummer 7. Und es geht direkt schon los. Wir haben den Story-Trailer. Da ist das Zeichen. Wow. Seltsame Phänomene sind auf der Insel zwar alles andere als ungewöhnlich, doch so etwas haben wir bisher noch nie erlebt. Da war, glaube ich, Superman mit der Brille, wie im Teaser angekündigt. What? Alter, ist das ein fettes Viech. Wow. No way. Das Alien, das freut sich. Invasion. Oh, das war der letzte Besucher. Okay, aufgepasst. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist der Battle Pass Trailer. Uns steht ein Krieg bevor. Oha. Gegen einen Feind, den wir nicht verstehen. Die Lage ist äußerst ernst. Wir haben Eindringlinge unter uns. Schmeckt's? Rick and Morty? Ein Grund zu kämpfen. What? Ob ihr schon immer hier. Nee, wir können UFOs fliegen? Oder von einem anderen Stern sein. Nice. Die Insel gehört uns. Und wenn sie Krieg wollen, dann kriegen sie Krieg. So ist es. Okay, auch wieder NPCs, gegen denen wir kämpfen müssen. Aufgeladene Sniper, eventuell. Boah, das war ja übelst laut. Fuck. Jo, da sind wir. Season 7 ist ready. Wir sind bereit. Wir sind am Start. Die ganze Season 7 Thema ist Aliens. Also wir haben viele Alien Skins im Battle Pass drin. Ich habe jetzt, also mein Thema ist es jetzt nicht wirklich Aliens und Planeten, UFOs, dies, das, was es dazugehört. Aber so ein Skin ist schon da ganz geil drin, habe ich gesehen. Auf jeden Fall Superman. Hallo Superman und Rick und Morty habe ich bis jetzt doch nie gehört. Ich kenne die immer nur aus dem Fernsehen. Ich habe sie noch nie gesehen oder so. Ist ja schön und gut, dass sie so eine Kooperation damit haben. Aber ich glaube, den Skin, den fühle ich überhaupt nicht. Denke mal, wenn ich die Serie dann mal irgendwann gucke, dann werde ich den Skin wahrscheinlich ein bisschen mehr fühlen. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal in den Battle Pass durch. Teil der Crew, das brauche ich auch nicht wirklich. Ach, neuer Stilauftrag. Sehr gut. Für die Gaunerin. Nice. So, Battlesterne. Verdiene jedes Mal 5 Battlesterne. Sind die Battlesterne wieder zurück? Ja, easy. Wenn du im Level aufsteigst, gib Battle Pass Sterne aus, um Battle Pass Belohnung in der gewünschten Reihenfolge einzufordern. Ah, okay. Heißt also, wir müssen Sterne sammeln, um uns den Battle Pass und die Belohnungen freizuschalten. Und ist egal, welche Belohnungen wir dann freischalten wahrscheinlich. Alien-Artefakte. Sammle Alien-Artefakte auf. Du findest sie auf der Insel verteilt und in kosmischen Truhen. Okay. Kosmische Truhen haben wir dann auch. Gib Alien-Artefakte aus, um Stile für das anpassbare Outfit Chimäre einzufordern. Geil. Die hat wieder verschiedene Styles. Easy. Nice. So, Barren. Schließe Aufträge von Charakteren oder Münztelefonen ab, um Barren zu verdienen, die von Match zu Match übertragen werden. Oh, wir haben ein Münztelefon oder ein Barrentelefon. Ehre. Gib Barren aus, um Waffen bei Aufrüstbänken zu verbessern. Gegenstände bei Verkaufsautomaten. Verkaufsautomaten sind auch wieder drin. Zu erhalten und viele weitere Dinge zu kaufen. Alles klar.
Oh, wir haben ja hier den kompletten neuen Battle Pass auf einem ganz anderen Level. Battle Pass, Belohnungen. Belohnungen, Fortnite Crew, Superman wird demnächst freigeschaltet. Okay, wir gucken uns den Battle Pass hier gemeinsam an. Auch wieder komplett anders umgestaltet. Boah, geil. So ein Rückenaccessoire als Fischstäbchen. Man war ja erst in der Vermutung, dass wir wahrscheinlich so kleine Schlüsselanhänger kriegen für die Waffentarnungen. Aber leider war es dann doch nicht so. Hätte ich auch gefühlt. Naja, man kann halt nicht alles haben. Der geile Skin. Erschaffe über 2000 Stilkombinationen. What? Okay, krass. Ja, das ist schon mal ein Skin, der mir wahrscheinlich in dem ganzen Battle Pass am meisten gefällt. Chimeras Plasma Pack. Sieht ganz geil aus. Eine Tarnung. Und wieder ganz viele Ladebildschirme. Auch nice. Nices Emote. Auch natürlich ganz viele V-Bucks wieder drin für den nächsten Battle Pass, wenn ihr die nicht ausgibt. So, ab zur zweiten Seite. Wieder V-Bucks und hier ist die Gitarre, die auch in den Teasern drin war. Nochmal eine Tarnung. Kann man sich geben. Willkommen Aliens. Oh, das ist auch ein weiterer Skin, den ich ein bisschen mehr fühle, den ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr spielen werde dann. Oh, Dynamit-Ladebildschirm. Ja, kann man machen. Nicer Backbling. Das ist wahrscheinlich dann neuer Stil. Don't believe in humans. Läuft. Läuft. Nice. Nicer Move. Boah, der sieht schon echt gruselig aus. Also nachts würde ich dem Hasen nicht gern begegnen. Mit seinen spitzigen Zähnen. Geiler Backbling irgendwie. Sieht schon irgendwie geil aus. Aber zu groß, finde ich. Einfach viel zu groß. Engelgleiter sieht auch nice aus. Ja, gut. Naja, nicht so mein Fall. Finde ich auch nicht, dass der wirklich so in das Alien-Thema reinpasst. Aber nun gut. Oh, der sieht schon echt breit aus. Auch mit seinen ganzen Tattoos da auf der Haut. Sieht sehr geil aus. Das ist ja der, der sich dann hinter in ihr verwandeln kann. Galaktische Tasche. Okay, das ist auch ein Teaser-Bild gewesen. Da war ja innen drin so eine kleine Blume. Au, Bruder. Ach, in die Kamera. So. Weitere V-Bucks. Auch schon wieder viel zu groß, aber es ist ein geiles Backbling. Ach, da hat sie die Blume. Ist auf jeden Fall geil, aus einem männlichen Skin einen weiblichen Skin zu machen. Also kann man sich entscheiden, ob man weiblich oder männlich spielen will. So, da haben wir das Backbling. Genau das mit der Blume war geteasert. Kann man machen? Was ist denn er für ein Kauz? Einfach so ein Haustier hinten dran. Ne, kann ich glaube ich gar nicht machen, den Werkzeugeffekt. Schade. Naja. Ich bin eh nicht so der Fan von solchen großen Robotern, Aliens, dies, das. Naja, mal gucken, was die Season noch so bringt. IO Tarngleiter. Genau, wie man im
in der Story, glaube ich, gesehen hat, in dem Story-Trailer. Wir haben auch die I.O.-Wachen wieder dabei. Die schließen uns wahrscheinlich an. Und wir kämpfen mit den I.O.-Wachen hinterher gemeinsam gegen die Aliens. Und Dr. Sloan, das ist aber ein fettes Messer. I.O.-Vernichter, auch geil. Hier haben wir nochmal Dr. Sloan in einem Kampfanzug. Klappstuhl und Chill. Eigentlich sagt man ja Netflix und Chill, aber es gibt auch einen Klappstuhl und Chill. Nicer Sticker. Schade, dass es eigentlich auch kein Live-Event stattgefunden hat. Das finde ich immer ein bisschen schade. Wir hatten jetzt zwei Seasons, wo kein Live-Event war. Finde ich ein bisschen schade, aber naja. Vielleicht gibt es ja die Season, die einiges hermacht dafür. So, hier haben wir schon Rick. Einmal Rick-Emote und hier ist einmal Morty als Spitzhacke. Sieht schon extrem geil aus, finde ich. Also da, wo er immer hinguckt, da werde ich wahrscheinlich dann hinhauen. Rick's Portal. Einmal ein Backbling, ein Butterroboter. Machen wir das Ladebildschirm hier. Rick's Space Cruiser. Okay. Ist auf jeden Fall ein Ohrwurm-Dance. Ist bestimmt dann auch ein Tanz von ihm aus der Serie. Also ich, wie gesagt, kenne ich mich nicht aus mit der Serie leider. Aber ist auf jeden Fall ein Ohrwurm-Dance. So, da haben wir ihn, Rick, als Comic-mäßig. Ja, das war's. Wir sind schon durch, Seite 10. Das war's. Das ist der letzte Skin hier. Perfekt. Wir sind durch. Den Battle Pass, den werde ich mir holen. Weil ich bis jetzt alle Battle Pass mir geholt habe und von daher soll das alles in eine Reihe gehen. So, dann sind wir hier durch. Wir haben hier noch ein paar Belohnungen. Ach, viele weitere Stiloptionen. Oha, von Farbe bis andere Grimassen, bis andere Frisuren, bis andere Embleme. Boah, okay, da gibt es wirklich einige Stile. Die Augen kann man verändern. Den Kopf kann man komplett verändern. Oha. Jau. Okay. Ja, da hat sich Fortnite aber nicht lumpen lassen. Okay. Ja, der ist ja mal geil. Und für die Stile müssen wir dann so Alien-Artefakte sammeln. Achso, Superman wird demnächst dann erhöht. Oder enthüllt. Und hier haben wir nochmal kleine Belohnungen. Ach, zum Beispiel der Stilumwandlung. Ach, und verschiedene Stile. Okay, geil. In grün. Oh, der sieht irgendwie geil aus. So in grün. Als wie wenn er in Slippy Slump da einmal reingefallen ist. Ja, und die werden auch noch alle enthüllt. Wahrscheinlich auch ein Secret Battle Pass Skin. Okay, lassen wir uns mal überraschen, was da noch auf uns zukommt. Und wir sind soweit mit dem Battle Pass durch. Ich werde jetzt noch, ich denke, ich werde noch mal ein anderes Video raushauen, in dem ich euch die ganze Map zeige, weil sich da ja wahrscheinlich auch noch einiges getan hat. So sieht auf jeden Fall der Hintergrund aus. Sieht schon echt extrem geil aus, so wie der Nullpunkt explodiert worden ist, wie der rausgeholt worden ist in dem Story-Trailer. Wenn ihr nichts verpassen wollt, weiter. Wie die Map aussieht, was für Waffen wir drin haben, wie die NPCs aussehen, was wir an Barren ausgeben müssen und. Also das ist wirklich eine neue Season wieder hier. Alles neu, Fortnite hat wieder alles neu gemacht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut doch gerne da rein. Ist alles hier oben links, rechts auf dem i verlinkt. Gerne reinklicken, dann verpasst ihr auch keinen weiteren Fortnite-Videos und Content.
würde mich auf jeden Fall gut unterstützen. Wenn ihr da reinschaut, gebt ein Video doch auch gerne ein Like da rein. Würde mich freuen. Gerne auch ein Abo. Würde mich auch freuen. Haut rein. Bis demnächst. Euer Moreno.